Von der kleinen goldenen Statue träumt auch Gregor Schmiedinger aus Zwettl an der Rodel. Mit seinen 24 Jahren hat der Jungregisseur auch schon allerhand internationale Erfahrung. Und Action. Benjamin? Benjamin, lass bitte meine Hand los. Benjamin, lass meinen Arm los. Benjamin? Benjamin, lass meinen Arm los. Benjamin, lass meinen Arm los. Was machst du da? Benjamin? Benjamin, lass den los! Benjamin! Was soll er? Ein typischer Gregor Schmiedinger Film wäre ein eher düsterer Film, wie es alle meine Filme sind. Und sie behandeln immer irgendwie Themen, die am Rande der Gesellschaft irgendwie wiederzufinden sind. Wie jetzt mit dem Grenzgänger, der eben die Thematik Borderline-Persönlichkeitsstörung quasi eigentlich auch thematisiert und die Frage, was ist eigentlich gut und was ist böse. Film und die dazugehörige Technik beherrschen das Leben von Gregor Schmiedinger. Von Zwettl an der Rodel aus brach er auf, um in den USA, Frankfurt und Salzburg Regie zu studieren. Sein Kurzfilm The Boy Next Door lief 2008 auf dem Long Island Film Festival in den USA und dem Sefton Short Film Festival in England und wurde in nur einem Jahr 200.000 Mal auf YouTube angesehen. Ich zeige meine Filme sehr gern gratis. Das Internet und gerade YouTube und solche Videoplattformen haben für junge Nachwuchsfilmemacher, sage ich mal, einen sehr hohen Stellenwert, weil es natürlich ein sehr kostengünstiges Medium ist, wo man seine Filme im Grunde einem weltweiten Publikum zur Verfügung stellen kann. Außerhalb des Internets hat der 24-Jährige die größte Fangemeinde natürlich daheim in Zwettl an der Rodel. Bei der Filmvorführung seines neuesten Streifens Der Grenzgänger feierten die Landsleute ihn schon als großen Star. Vor 10 Jahren haben wir meinen ersten Kurzfilm gedreht, ein Zwettl, und das ist eine Szene hier im Becks entstanden, von dem her finde ich es einen sehr schönen Anlass. Gregor Schmiedinger gönnt sich keine Pause. Ist ein Projekt abgeschlossen, denkt er schon an das nächste. Der Plan momentan ist so, dass ich wahrscheinlich Mitte des Jahres dann nach Berlin übersiedeln werde und bis dahin würde ich gerne ein Musikvideo realisieren und eben nur einen Kurzfilm, den ich dann hier in der Umgebung oder beziehungsweise in Linz dann drehen würde. Michael Haneke und Stefan Rosowitzki, aufgepasst, vielleicht kommt schon bald Konkurrenz aus Zwettl an der Rodel. And the Oscar goes to Austria for the counterfeit. Cut! Super! Danke!